Und dann können wir nochmal einen Probetermin vereinbaren und dann komme ich mal vorbei und gucke ich nochmal an. Ja. Und dann sagst du mir einfach, was ist das jetzt? Aufnahme. Menü durchgehen. Am Schnellrestaurant. Bonito-Eiscreme, einfach nur, wenn du weißt, wann das war, das erste Mal geschickt hast. Und wenn du was hast, wo du sagst, okay, dieser Gang, weil das und das. Aber fasse ich wirklich ein paar Sachen. Oh, das musst du mir jetzt, das musst du mich genau jetzt fragen. Schnelldurchlauf. Oh Mann, ey, das habe ich jetzt überhaupt nicht im Kopf. Du weißt nicht, wann? Also ich befürchte mal, ich würde sagen 2016, diese Bonito-Eiscreme. Hm? Ja, im Ach so, wenn das, war das das erste Mal, wo ich die aufgenommen habe? Ja. Dann weiß ich es ja. Mhm. So. Rührt woher? Rührt eigentlich aus der ersten Idee, dass wir damals aufmerksam geworden sind durch oder über dieses Potsdamer, also dieses Schwein oder diese zwei Jungs, die dieses Schwein da eben machen, oder diese Schweine, da Potsdamer Sauenhain, so kam die Geschichte ins Rollen. Die haben halt eine Fleischprobe geschickt. Dieses Material fanden wir sehr, sehr gut und es lag einfach auf dem Tisch und es stellte sich die Frage, was macht man denn mal auch aus diesem Schwein? Und das dann mit dieser Bonito-Eiscreme ist auch so ein reiner Alexander Jord gewesen, der das halt angeschoben hat. Ich selber konnte mir da auch gar nichts darunter vorstellen. Und die Jungs aber halt auch aufgrund ihrer Vergangenheit, ihrer beruflichen aus der Küchenwerkstatt Hamburg, kennt sich halt auch echt gut aus mit so vereinzelten japanischen Zutaten, auch mit diesen ganzen Dashis, diesen Fongs etc. pp. Er hat die Probe hingestellt, dann kamen wir halt mit diesem Schweinebauch, also wir machen quasi so einen Speck davon, so eine Art Bacon selber, schneiden den halt dann roh auf, also der ist halt einfach nur gepökelt, gesalzen und kurz geräuchert, wie so ein Frühstücksspeck. Und dann gibt es halt so eine heiße auch Pilz-Dashi dazu, der Speck oder Schinken, ja Speck, soll halt da durchgezogen werden und man isst halt diese lauwarme Begleitung zu diesem kalten Eis. Das funktioniert im Mund sehr gut, du hast halt alles, was du brauchst, du hast ein bisschen Fett, du hast ein bisschen Umami, du hast diese sauren, säuerlich eingelegten Pilze dabei und dann hast du eben dieses cremige, rahmige Bonito-Eis. So, das ist Gang 1. Gang 2, grüne Buchtel, muss auch irgendwie aus diesen Jahren 2012, 2013, also ich glaube, das schicke ich dir wirklich nochmal alles. Ja. Ich verheddere mich da jetzt völlig. Sein. War der Ansatz immer klar, was macht man mit Schnecken? Und bei Schnecken ist man halt unheimlich schnell auch mit diesen Kräutern. Dadurch, dass natürlich Schnecken meiner Meinung nach auch immer ein bisschen Temperatur brauchen, stand da halt mal im Fokus, kriegen wir hin, so einen grünen Dampfknödel zu machen mit einer Füllung. Und wir würden eben diesen Germknödel oder halt diesen Bann komplett so in so eine Wald- und Wiesenrichtung reinrücken. Heißt, wir haben von Wildkräutern, die wir hier von Guido Richard kaufen, Strelitzer Heide, eine Paste angesetzt, machen so einen klassischen Hefeklosteig, der dann natürlich auch schon mal grün ist, schwenken das an, da wird halt eine schöne Füllung gemacht, die wird portionsmäßig ja, fertig gemacht. Die Schnecken kommen da als Füllung rein, man lässt diese Knödel gehen, dann werden die gedämpft und dann gibt es dazu auch so eine grüne Soße. Es gibt die Kräuter, es gibt Blüten, solange wie es halt das Jahr hergibt. Und es gibt so ein bisschen was von der Eberesche. Wir haben jetzt aktuell was von so einer Kornellkirsche da drauf, um da noch ein bisschen Säure, ein bisschen Frucht. Und dann erschließt sich dieses Gericht für mich beim Essen. Du hast halt ein bisschen Temperatur, du hast dieses Erdige von der Schnecke, du hast immer diese Floralen, diese Grünen, diese Säuerlichen, diese kräutrigen Noten. Und das passt, finde ich, wie Arsch auf dem Eimer zusammen zu Schnecke. So, nächste Ding. Halbutata ist auch ein Gang, muss auch so von 2014 oder 15 sein. Das ist für mich im besten Sinne ein nordisches Gericht, weil du hast halt einen Blattfisch,
du hast Birne und du hast alles, was die Jahreszeit dann an Kohl hergibt. Also halt dieser Palmkohl oder Lippischer Palme oder wie die hier heißt. Dann hast du Grünkohl, eben Birne. Und wir räuchern auch diesen Heilbutt ein bisschen selber. Also wir nehmen den halt von der Karkasse, dann wird er kurz gebeizt, dann wird er auch hier bei uns so kalt angeräuchert. Dann wird halt ein Tartar gemacht, das wird dann auch cremig abgeschmeckt. Du hast so verschiedene Ensemble von Birne und du hast halt immer dieses begleitende Kohlspektrum. Ist für mich ein Gang, den man so, glaube ich, auch nur zum Ende der Jahreszeiten hin servieren kann. Das wäre jetzt nichts, was mir so im Sommer einfällt. So feine Kalbskuddeln weiß ich ehrlich gesagt auch jetzt nicht mehr aus dem Kopf von wann das ist. Ich würde auch mal tippen 2012, 2013. Ich weiß aber noch ganz genau, dass das ein Gang war aus dem ganz Nahmenü und wir haben sehr, 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 sehr lange gefriemelt an diesem Ding und eigentlich wollte Kalbskuddeln mal jemand auf dem Gardemarché machen und ich hatte gesagt, also liebe Freunde, Kuddeln vom Gardemarché, schwierig, das ist für mich ein Gang, das muss einfach warm sein und es muss heiß sein. So, und dann sind das einfach so Kuddeln, wie ich das mal gelernt habe, auch eher so im süddeutschen Raum, dass das halt schön gekocht wird. Dann werden die nochmal angeschwenkt mit schönen frischen Schalottenbrunovars. Dann spielt da ja auch Essig immer eine absolut tragende Rolle, um halt diesen doch sehr, sagen wir mal, animalischen Geruch und Geschmack auch so ein bisschen zu neutralisieren. Dann eine gute Sauce und dann ist das eigentlich dann so wie so ein Kuddel-Ragout. Und um das auch hier so ein bisschen in diese Region Berlin-Brandenburg zu rücken, ist uns damals die Idee gekommen, man kombiniert oder probiert das mal mit Räucheraal, was ja eben auch so eher so ein bisschen fettig, tranig und so ein bisschen getragen ist, was ich aber wiederum jetzt gerade zur kalten Jahreszeit auch sehr gut und sehr angenehm finde. Das ist, glaube ich, so eins mit der unscheinbarsten Gerichte, weil das spaltet natürlich die Massen. Entweder magst du das oder nicht, da gibt es keinen dazwischen. Aber jedes Mal, wenn Gäste das hier gegessen haben, hört man eigentlich größtenteils eine absolut positive Resonanz. Und das macht für mich natürlich ein funktionierendes Gericht aus. Also wir haben da wirklich satte Komponenten. Wir haben auf jeden Fall diese Soße. Wir haben diesen Knollenziest. Wir schwenken da weiße diese Eiszapfen, diese Mini-Rettiche mit rein. Wir haben so ein bisschen Schärfe von diesem Meerrettich, den wir hier halt hier in Deutschland oder auch natürlich aus der skandinavischen Küche immer gut kennen. Und wir arbeiten hier auch ein bisschen mit Säure, sprich Salz, Zitrone, auch wieder, Salz, Zitrone ist falsch, mit ein bisschen Bergamott arbeiten wir da. Und obendrauf ist dann noch ein Espum aus diesen Aalkarkassen, um halt auch diesen Aal dann komplett zu verwerten. Also du nimmst halt die Karkassen, röstest die an, lässt die Milchsahne ausziehen und dann wird es so ein bisschen versetzt mit Kartoffel, damit das auch so ein bisschen Körper hat. Und dann hast du da obendrauf noch was Cremiges und alles verbindet sich, weil es ja auch in so einem kleinen tiefen Gefäß ist, ein wunderbar cremiges Gericht zum Löffeln. Da muss man, glaube ich, auch nicht viel drüber nachdenken. Das erklärt sich so echt beim Essen. Nagelrochen Königsberger Art ist ebenfalls alles auch so aus diesen Jahren. Ich würde auch sogar sagen, irgendwie fast so 2012 oder 2011. Ging damals schlicht und ergreifend darum, lass uns doch mal über den Rochen nachdenken, weil ich der Meinung bin, das ist so ein Fisch. Das liest man ja nun nicht mehr heutzutage so häufig auf der Speisekarte. Man muss auch heutzutage erstmal noch einen Jungkoch finden, der überhaupt einen Rochenflügel auseinandernehmen kann. Rochenflügel, so wie ich das kannte oder früher kennengelernt habe oder auch kochen durfte, Rochen, klar, klassisch auch von der Krete nehmen, von der Haut nehmen, schön putzen, schön zurechtschneiden, dann niedrig garen, Rochen immer ganz empfindlich, mit zu starker Hitze, wird schnell trocken. Diese Königsberger Art ist auch eigentlich so der Jahreszeit und auch so der Region so ein bisschen geschuldet, weil wir da gerne Spinat dazu machen wollten und eigentlich so dann immer die Frage aufkommt, was machst du eigentlich mit Kapern oder was machst du auch wieder mit Zitrone? Also es ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Gericht, finde ich einfach interessant, weil man so auch mal was anderes mit diesem Rochen macht und weil wir eigentlich immer mal Lust hatten, diesen Fisch mal wieder so aus der Retorte zu holen. Das ist eigentlich ganz einfach. Mehr gibt es da nicht
viel dazu zu erzählen. Dieses Lamm von diesem Gutshof Polding weiß ich jetzt ausnahmsweise mal ganz genau. Das ist ein Gericht, so irgendwie, da reden wir so Ende 2011. Anfang 2012, das sind tatsächlich so die Jahre, wo wir hier mit dem zweiten Stern bedient waren. Ja, das ist auch mal so ein Gericht gewesen, wo, glaube ich, mal die Frage stand, kann man irgendwie mal Sonnenblumenkern zu Lamm machen? Wurde halt dann vercremt, um das schön verteilen zu können. Mir hat dieser Majoran-Ansatz damals gut dazu gefallen. Wir haben das jetzt aktuell mit Kerbelrübe. Früher ging das eigentlich auch mal nur mit Rettich, aber wir konnten das jetzt nicht so machen, weil wir ja schon doch sehr rettich und so rübenmäßig so unterwegs sind. Ist auch ein Gericht, was damals eher so zur kalten, kühleren Jahreszeit gelaufen ist. Ist vielleicht auch nicht gerade so das klassische Wintergericht, weil eigentlich niemand mehr im Winter Lamm aufschreibt. Ich finde dieses Lamm, was jetzt von diesem Hofgut Polding, das finde ich qualitativ wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein bisschen anders wie dieses Zeug da aus Mecklenburg-Vorpommern, beziehungsweise, wie heißt der Hof? Hilf mir mal bitte. Dieses Müritzlamm eben. Ich finde das wirklich ein bisschen angenehmer, so in Konsistenz, in Geschmack, aber das ist meine persönliche Meinung, es ist vielleicht auch eine Einzelmeinung. Der Kollege verkauft da auch alle Teile, wir kaufen da aktuell den Bauch und braten halt die Keule kurz. Ganz klar, kurz nochmal zusammengefasst, du hast halt eine Sonnenblumenkerncreme, es kommen diese beiden Lammteile drauf, finde ich auch immer schön, wenn so ein Hauptgang was geschmort ist, was kurz gebraten ist, hat. Es ist eine klassische Lammschü, die dann auch nochmal ein bisschen montiert wird mit so einer Majoran-Butter. Das Gemüse wird größtenteils in Majoran geschwenkt und du hast auf dem Teller eigentlich auch so etwas ganz Vertrautes, so etwas ganz Regionales, ja fast Profanes. Also du hast halt dieses schöne satte Fleisch, du hast Soße, du hast diese nussig-kernige, diesen Sonnenblumengeschmack, diesen Sonnenblumenkerngeschmack und dann kommt halt immer von überall her mal so dieser Majoran. Ist vielleicht ein Gericht, was sogar auch mit Schwein funktionieren könnte. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Wir machen das mit Lamm. Und ist eigentlich auch was mir zu der Jahreszeit einfach immer gut schmeckt, beziehungsweise uns. So Orangenblüte war mal ein Erfrischungsgang, auch von 2010 sogar oder 2011. Befasste sich damals auch mit so Orangenblüten, Orange und Karotte. Und der damalige Sommelier hat dazu Sherry ausgeschenkt, weil er das mal irgendwie in Spanien oder so mal probiert hatte. Ich kannte das so gar nicht und das funktionierte sehr, sehr gut. Was jetzt Captain Seiser dazu ausschenkt, weiß ich nicht. Wir schmecken da verschiedene Karottenkomponenten auch mit Sherry ab. Es ist halt so ein Orangensorbet, wo auch diese Orangenblüte, wo man die ausziehen lässt und am Ende hast du eigentlich, oder was im Mund bleibt, ist eigentlich so, wie man das früher, also ich kannte das von zu Hause früher, wenn die Mutti so einen Karottensalat gemacht hat, so frisch geriebene, geraspelte Karotte, Orangensaft und dann noch so ein, zwei Rosinen hat reinfallen lassen, daran erinnert mich dieses Ding beim Essen total. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht der allergrößte kreative Wurf, es schmeckt aber gut und vor allen Dingen hat dieser Gang eine Funktion, nach diesem Majoran-Lamm nochmal so ein bisschen den Mund aufzuräumen, um dann für den Käse und nochmal für dieses Kakao-Dessert oder beziehungsweise Schokoladendessert nochmal ein bisschen frisch zu machen. Austern bzw. Käsegang, aus welchem Jahr ist denn das? 2015 würde ich jetzt mal tippen. Der Ansatz war, wie wollen wir einen Cheddar-Käsegang machen? Was kannst du zu Cheddar-Käse machen? Weil wir mal mit diesem Hammond-Käsehaus mal eine Probe gemacht hatten. Die sind halt bekannt dafür, dass sie sich irgendwie auch spezialisiert haben, beziehungsweise sehr gute Cheddar-Käse haben. Und wir wollten gerne einfach mal diesen Käse als Käsegang. So war die Idee damals. Und dass natürlich so ein Cheddar-Pumpernickelbrot sehr gut zu Austern funktioniert, das weiß vielleicht jeder, der schon mal eine Auster irgendwo klassisch in einer Austernbar oder im Hotel oder im Urlaub in Frankreich oder wo auch immer mal probiert hat. Das ist ganz einfach der Hintergrund. Wir haben halt
zwei verschiedene Cheddars, wir machen was mit Pumpernickel, wir befassen uns maßgeblich mit Schnittlauch, Schalotten, haben halt alle Dinge, die dieses Brot mitbringt und haben nur punktuell, weil diese Jodigkeit und diese Salzigkeit sehr, sehr gut zu diesem stellenweise doch sehr, sehr trockenen und eben charakteristischen Cheddar-Käse passt, haben wir uns gedacht, kombinieren wir das mal als Käsegang. Das ist ein Käsegang, der auch noch so ein bisschen nachhalt, weil eben auch dieser Auster im Mund bleibt. Aber Herr Seiser serviert dazu einen Süßwein, irgend so einen, wenn ich jetzt richtig liege, so Sauternes. Und diese Süße nimmt dieses Umami dieses Jodige von diesen Austern, aber auch dieses Zwiebelige, diesen Schnittlauch und eben diesen Cheddar, bindet es so gut ein, dass es eigentlich ein sehr runder, wie wir finden, ein sehr gefälliger Käsegang ist. Letzter Gang, wilder Kakao aus Bolivien, würde ich mal auch sagen 2011, 2010 vielleicht maximal. Ich hatte unheimlich Lust jetzt im Winter mal wieder auf ein Schokoladendessert. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir hier das letzte richtige Schokoladendessert mal gemacht haben. Das war mir unheimlich wichtig, jetzt mal hier zur kalten Jahreszeit ein Schokoladendessert zu machen. Dunkle Schokolade, wenig Vollmilch, sehr viel wirklich so richtig guter, voller Kakaogeschmack. Diese Bolivien-Sache ist auch diesen Anbaugebieten geschuldet, wo diese Schokolade herkommt. Und dadurch, dass wir eben so in diesem bolivianischen Gefilden beziehungsweise dann eben auch Lateinamerika sind, ich hoffe, das passt jetzt hier so geografisch, haben wir uns gedacht, kombinieren wir diese Schokolade auch mal vielleicht ein bisschen mit anderen Noten, wie man das jetzt vielleicht unbedingt immer erwartet. Also eben jetzt hier nicht mit Weihnachtsgeschmack und Zimt und Glühwein, sondern eben auch mal mit Petersilienwurzel, mit ein bisschen Schärfe, mit so Maisgeschichten, mit Getreide, mit so einer Tigermilch, damit da eben auch was passiert. Und eigentlich die Basis und die Zentrum dieses Schokoladendesserts ist schlicht und ergreifend ein gut gemachtes Schokoladensorbet. Was ein klassisches Rezept ist, was auch so ein bisschen abgeschmeckt ist, dann mit Pernod und aber auch Pisco Sour, um eben auch wieder in diesem Lateinamerika-Ding zu sein. Und darauf und drumherum sind halt viele, viele verschiedene Komponenten und auch Texturen und Konsistenzen gebaut, damit da eben bei jedem Biss auch ein bisschen was passiert. Finde ich sehr, sehr gut. Dabei kommt dann noch so ein kleiner lauwarmer Schokoladen-Espuma, wo du unten dann auch eine kleine gefrorene Kugel von Schokoladenessenz hast. Wenn ich das Rezept jetzt auch noch schnell mal durchquatschen soll, also da machst du halt eine Masse, frierst die ein, dann lässt du das auftauen und dann ist es so wie bei einer klaren Tomatenessenz, tropft diese reine Schokoladenessenz, also so ein richtig konzentriertes Schokoladenwasser, tropft da raus und aus dieser Flüssigkeit, die frieren wir halt weg. Und da hast du halt dann unten in dieser kleinen Tasse, also du isst dich halt von oben durch, da ist es so ein bisschen warm, lauwarm und unten hast du dann auch nochmal so etwas völlig Kaltes, konsistenzenmäßig und geschmacklich anderes an Schokolade, wie halt eben dieser Schaum. Und das ist die Idee dabei. Dazu wird jetzt ausnahmsweise Sherry serviert, finde ich auch rund, gefällt mir sehr gut im Mund. Weitere Fragen? Diese ganzen Sachen noch? Sehr schön. Appetizer, wir haben das jetzt zum ersten Mal konzeptionell so gemacht und präsentieren das jetzt nicht mehr so, wie man das im Rheinstoff kennt, dass jetzt hier 5, 6 verschiedene Schachteln und Brettchen und irgendwelche Schälchen anrauschen, sondern ich wollte das einmal aufgeräumt auf einem Teller haben, dass da eben 4 Komponenten sind. Dieses 5. Element ist deshalb das 5. Element, weil wir uns mittags erlauben, auch aus preispolitischen Gründen das 5. Element wegzulassen und abends gibt es halt noch dazu, aber das kannst du auch wegschneiden. So, also das 5. Element wäre halt schwarz-weiß, da war der Ansatz schwarzer Sesam, weißer Sesam, ist mit Sicherheit auch eine Idee irgendwie aus diesen Jahren 2011, 2012, 2013, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr lang her. Damals lief es nur mit Sesam, heute ist es nochmal schwarzer Sesam mit Pulpo.
gerade weil ja auch so ein Kraken oder eben so ein Pulpo diese schwarze Farbe hat. Also du hast halt so einen schön gegarten Pulpo mit schwarzem Sesam, dieser Sepia-Tinte, eben auch visuell schwarz. Und weiß ist weißer Sesam, so ein Sesam-Chip und dann noch etwas Gänselebercreme. Finde ich, ist auch nicht nur jetzt interessant vom schwarzen und weißen Sesam, sondern auch nochmal, dass wir Pulpo und Stopfleber haben. Da ist man auch schon wieder so ein bisschen bei der früheren spanischen Avantgarde, Marimutagne und so weiter und so weiter. Das sind ja irgendwie alle so unsere Wurzeln. So, erster Gruß. Zweiter Gruß ist eine Makrele, Barbecue, grüner Apfel, Salat. Das ist genau das, was es ist. Es ist halt ein gut gemachtes Stück Makrele. Es ist Apfel, der halt in einer selbstgebauten Barbecue-Soße eingelegt wird. Dann wird das vor jedem Service frisch gegrillt. Du hast halt leichte Grillaromen. Du hast dieses fettige, dieses ja leicht so säuerliche von der Makrele mit so einem scharfen, gewürzten Apfel. Das ist etwas Frisches, etwas Säuerliches. Ich glaube, das macht einfach Appetit auf mehr. Einlegergurke, Senf und Ei ist ein kleines pochiertes Wachtelei. Wir haben im Herbst bzw. Spätsommer diese Gurken eingelegt, so wie das hier 2 Millionen andere Betriebe auch machen. Da gibt es halt so einen kleinen Gurkensalat, es gibt dieses Ei, es gibt eine schöne Hollandaise obendrauf. Das wird abgepulvert, ist auch eine schöne, kleine, runde Sache. Senf spielt da eine Rolle. Du hast dann halt diese Essiggurke, du hast dieses wachsweiche Wachtelei. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht viel dazu erzählen. Gebackene Zwiebel ist eine Sache. Zwiebel ist, glaube ich, echt ein Produkt, was hier eigentlich so hoch und runter läuft. Ist für mich auch irgendwie eine elementare Zutat bei allen Sachen, die es so in der Küche zu kochen gibt. Sei es jetzt ein Fond, Jus, Ansätze, Fisch, Fleisch, Gemüse, also Zwiebel, Schalotten. Ich mag sowas. Im Winter besonders warm gebacken. Wir haben da eine Tamarindensoße dazu. Also wir schälen diese Zwiebeln, bereiten die vor, lösen diese einzelnen 6 Segmente aus, ziehen die einmal durch den Backteig, dann wird dieses Segment oder diese Zwiebelschale halt einmal frittiert, ist knackig, ist halt warm, dann kommt diese Tamarindensoße rein und dann hast du da so ein Daumen-Zeigefinger-Gericht und du hast halt einmal so diese gebackene Zwiebel, du hast diese Soße, diese Tamarindensache, das geht ja auch mehr so, sage ich mal, in so eine afrikanische Geschmacksrichtung beziehungsweise auch so eine orientalisch-osmanische Sache rein. Vielleicht gibt dieser Zwiebel auch mal einen anderen Dreh. Ja, das ist es eigentlich. Und dann diese Topinambur-Quitte ist auch schon wieder total aufwendig gearbeitet, indem du halt eine Topinambur garst, aushöhlst und dann diese Schale, wo noch genügend Topinambur-Fleisch dran ist, wird dann halt auch gebacken. Das ist dann halt so der knusprige Untergrund. Dann wird von gerösteter Topinambur ein Eis eingesetzt. Quittenmark kommt dazu, ein Quittensegment und dann hast du halt in diesem Gericht krosse, auch gebackene Topinambur, du hast ein bisschen rahmiges Eis, du hast ein bisschen Säure, ein bisschen Frucht, fertig. So, Pettifor, meine erste Banane, ja gut, klar, was soll man da sagen, wir hatten da so viele Sachen auf dem Zettel und eigentlich dieses Bananending war, ich fand es damals schon auch ein starkes Dessert, weil du einfach Gurke und Banane zusammen irgendwie vermählt hast und das auf seltsame Art und Weise, für uns zumindest, im Mund echt gut funktioniert hat. Um das jetzt natürlich als Pettifor zu machen, war das auch von der Jahreszeit mit grüner Gurke vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Wir haben einfach von Cornichons kleine, also Silikonform gebastelt, stellen jetzt ein Bananenmus her, schmecken das ab mit Muskatblüte und ja, eben dieser Marquis oder Marzis-Blüte. Füllen das da rein, lassen das frieren und haben halt einen Kakaobuttermandel, der dann auch grün gefärbt ist. Und wenn du halt dieses Negativ dann da durchziehst, erhältst du visuell eine astreine Cornichon-Gurke. So, und deswegen dieses Ding, meine erste Banane als Pettifor, ist halt eine Anlehnung. Wir sind ja auch recht nah an der Gedenkstätte Berliner Mauer, dann kommt abends Zohngabi an den Tisch und serviert das und alle freuen sich. So, schöner Rumtopf sind Rumfrüchte, die uns tatsächlich Guido Richard
den ganzen Sommer besorgt hat, das alles drauf, was so die Region und die Landschaft so hergegeben hat. Ich wollte auch gerne jetzt den Namen dieser Bären noch erwähnen, die ich jetzt leider vergessen habe. Verdammt ich nochmal, das fällt mir nicht mehr ein. Müsste ich vielleicht nachreichen. Also ein klassischer Rumtopf, so wie den früher die Oma oder die Mutter zu Hause angesetzt hat. Wir machen da einmal davon unten drunter. Also das ist ja ein Ball, was da auf so einem Löffel ankommt. Und da ist die eine Hälfte ein Rum-Eis und die andere Hälfte ist halt ein Gelee, beziehungsweise sind das eben so ein angeliertes Kompott, wenn man das so nennen will, und das wird dann zu gleichen Teilen wieder zusammengebaut, dann entsteht da so ein runder Ball und du hast im Mund original diesen Rumtopf-Gedanken. Traschierte Nüsse, das sind eben traschierte Paranüsse, also ich kannte das auch so früher aus meiner Jugend und Kindheit, das ist halt früher in der guten alten DDR, gab es halt wenigstens zu Weihnachten, immer wenn es kalt würde, diese Paranüsse. Meine Mutter zum Beispiel hat die geliebt und ich wollte unbedingt mal diese Nüsse wieder rauskramen. Wir haben die halt traschiert, so wie es halt auf dem Weihnachtsmarkt Haselnüsse, Mandeln und bla 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 alles gibt. Weiße Schokolade außenrum und dann von Ingo Holland, darf ich das sagen? Ingo Holland und dann dieser Kollege aus Bremen. Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Wie heißt der denn nochmal? Fuck. Müsste ich unten nochmal nachschauen. Da gibt es so ein Gewürz für Fleisch und für Braten. Das heißt halt Saft. Und dieses Gewürz beinhaltet verschiedene Pfeffer, Piment und Nelken. Und ich glaube sogar auch so Spuren von schwarzem Knoblauch. Und ich finde dieses Gewürz äußerst spannend auch zu Schokolade. Und damit wird ganz, ganz wenig, werden da diese traschierten Nüsse auch ein bisschen bearbeitet und du hast halt beim Essen diese schöne, süßliche Nuss, du hast ein bisschen Knack und dann kommt halt so punktuell immer mal dieses Saftgewürz. So, Mandelmarshmallow noch ganz schnell erzählt, klassisches Marshmallow durch Whisky gezogen, am Tisch flambiert und dann hast du da halt ein schönes, warmes, softes Marshmallow am Spiel. Das war's. Vielen Dank. Thomas Wilges heißt der Mann übrigens. Thomas Wilges und Ingo Holland. Danke. Jetzt hast du